Hans Rudolf, ich freue mich, dass du zu uns nach Halle gekommen bist. Vielleicht stellst du dich mal kurz dem Publikum vor. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin von der Ausbildung her Geograph mit Schwerpunkten in der Geomorphologie, also die Untersuchung der Entstehung der Oberflächenformen, und in der Bodenkunde, hier besonders in der Paläopädologie, also wie haben sich Böden über die Zeit verändert. Und ich bin seit 2000 in Kiel und habe dort eine Professur für Ökosystemforschung, wo wir also die Landschaftsgeschichte integrativ untersuchen. Das heißt, ihr untersucht den Niederschlag von Wetterereignissen, von Erosion, von irgendwelchen Veränderungen aufgrund, von Akkumulation oder Erosion. Sehe ich das richtig? Ein Schwerpunkt sind die Wirkungen von Extremereignissen. Was finden wir davon heute noch in der Landschaft? Wobei wir dazu in der Regel graben müssen. Oftmals sehr tief graben müssen, um bis an die Basis dessen zu kommen, was alles verändert worden ist in den letzten Jahrtausenden, seit Menschen die Landschaften prägen. Und dort können wir lesen, wie in einem normalen Buch, manchmal sogar noch besser. Und es ist unglaublich, welche Befunde dort zu machen sind. Was für extreme Ereignisse gibt es denn? Eine ganz große Vielzahl. Nun müssen wir unterscheiden, ob wir globale Betrachtungen anstellen oder ob wir uns hier auf den mitteleuropäischen und mitteldeutschen Raum konzentrieren. Und es hängt natürlich auch vom Zeitraum ab. Das heißt, vulkanische Ereignisse, vulkanische Eruptionen haben natürlich nicht in großem Umfang in jüngerer Zeit in Mitteleuropa stattgefunden. Das letzte Bemerkenswerte sicherlich die Ausbrüche des Lacher See-Vulkans vor gut 11.000 Jahren, die auch gewaltige Spuren hinterlassen haben. Ansonsten haben wir natürlich viele indirekte Wirkungen, gerade solcher Naturphänomene wie dem Vulkanismus, der zum Beispiel auf Island stattfindet, Aschen über die Nordhemisphäre schickt, sodass sich dann das Wetter verändert, über Monate, manchmal über mehrere Jahre hinweg, und dann bei diesem veränderten Wetter ganz dramatische Extreme auftreten können, lange Dürrezeiten. Die finden wir natürlich weniger in unseren Aufschlüssen, sondern vielmehr die Regenereignisse, die besonderen. Also wenn durch Starkregen viele hundert Millimeter Niederschlag in einigen Stunden oder wenigen Tagen fallen, sodass überall dort, wo der Boden nicht gut bedeckt war, durch Pflanzen oder durch anderes, sehr viel Abfluss stattgefunden hat und dann die Böden weggespült wurden in großem Umfang. Das heißt, da finden wir dann die Reste des Weggespülten. Das können riesige Schluchtsysteme sein. Und auf der anderen Seite schauen wir uns das an, was abgelagert wurde. Die Schwemmfächer, die Ablagerungen auf den Hängen flächenhaft und in den Talauen, die Auensedimente. Das heißt, für mich jetzt als jemand, der sich mit menschlichen Gesellschaften beschäftigt, mit Veränderungen in Gesellschaften, so ein dramatisches Jahrtausend-Starkregenereignis könnte tatsächlich zu großen sozialen Verwerfungen, zu Missernten, zu Bodenverlust, zu Armut, zu Hungersnöten und Ähnlichem führen. In jedem Falle, wenn es ein wirklich so starkes Ereignis wie ein tausendjähriges ist. Wenn wir ein Beispiel mal herausgreifen, das letzte dieser Art hat am 19. Juli 1342 begonnen, ungefähr eine Woche gedauert. Es sind feuchte Luftmassen, vermutlich aus dem östlichen Mittelmeergebiet, über den Balkan hier nach Mitteleuropa geströmt. Und es hat geregnet. Die Chroniken sprechen dann davon, wie im 600. Jahre von Noahs Leben. Also es gibt den biblischen Vergleich. Und man sieht dann in der Landschaft bis heute noch die Folgen von solchen Ereignissen. Es gibt Orte, die haben in dieser Woche die Hälfte ihres Ackerlandes verloren. Vielleicht nicht, wie die Schriftquellen beschreiben, auf ewiglich. Wir müssen damit rechnen, dass im Laufe der nächsten Kaltzeit hier und da wieder neuer Löss angeweht wird. Und wenn dann in gut 100.000 Jahren die nächste Warmzeit kommt, bilden sich dann neue Böden wieder darin. Und dann haben wir in 115.000 Jahren wieder die Situation, wie sie vor dem Ereignis war. Was aber nur dort gewirkt hat, wo die Menschen die Pflanzendecke stark verändert haben und wo in der Fruchtfolge gerade keine besondere Bedeckung da war oder eine Ernte stattgefunden hat. Also das ist die Veränderung der Böden. Und andererseits, die Überschwemmungen haben natürlich auch
dramatische Folgen dann ganz direkt für die Menschen gehabt, indem Häuser, Infrastruktur zerstört wurde, die Feldfrüchte abgespült wurden oder zugedeckt wurden von Sedimenten, sodass kurzfristig auch Hungersnöte eingetreten sind. Herr Kollege Sirocco hat uns gerade ein Winterregenereignis 1600 vor Christus beschrieben, das mindestens so stark war wie 1342, vielleicht stärker, also einen so den Jahrtausendregen. Und er hat uns gesagt, es gibt die Sommerregen durch Luftmassen und das Winterereignis wohl ausgelöst durch einen Vulkan oder Ähnliches, wo es zu dramatischem Schneefall kommt, dann zur Schneeschmelze. Wenn ich dich richtig verstanden habe, müsste eigentlich so ein Winterereignis weit mehr Folgen für die Menschen und die Ackerböden haben, weil es ja auf den noch ungeschützten Winterboden einwirkt und nicht bedeckte Felder trifft, auf denen etwa Getreide steht. Kann man sich das so vorstellen? Es ist leider nicht ganz so einfach. Grundsätzlich, wenn wir so ein ganz extremes Winterereignis haben und die Felder sind unbedeckt, dann trifft das zu. Allerdings ist das in Realität oft nicht der Fall, weil früher auch schon Wintergetreide angebaut wurde und die Menschen früher sehr sorgsam mit dem Boden umgegangen sind, sodass wir sowohl tausendjährige Ereignisse haben, die im Winter verheerend gewirkt haben, das eben genannte ist ein Beispiel, oder das Sommerereignis von 1342 im Juli oder ein weiteres 300- bis 500-jähriges Ereignis, was im Ende Februar 1784 stattgefunden hat und offenbar in einem direkten Zusammenhang mit einem Vulkanausbruch auf Island an der Lakispalte in Verbindung steht. Das heißt, wir haben jetzt dieses 1600-Vorereignis in den Maren, in diesen Seesedimenten nachgewiesen. Eigentlich könnten wir jetzt beginnen, mit dem Bagger loszuziehen und das terrestrisch hier in Mitteldeutschland zu suchen. Wir müssten es finden. Wir müssten es finden, wenn es tatsächlich solche verheerenden Veränderungen gegeben hat. Wir müssen sicherlich viele Standorte untersuchen und diese in engster Kooperation mit der Archäologie, damit wir in einen entsprechenden Kontext zu der Besiedlung, zu der Landnutzung haben und auch genaue Datierungen ausführen können dann. Das sollte auf jeden Fall möglich sein. Also das wird eines unserer nächsten Projekte, denke ich. Ja, große Schnitte in Sachsen-Anhalt, das ist sicherlich nötig. Große Schnitte bei frühbronzezeitlichen Siedlungen auf alle Fälle. Ja. Also so ein Starkregenereignis kann durch diesen Wetterzug oder durch einen Vulkan wie den Lahti hervorgerufen sein. Vulkane ändern ja das Wetter bzw. das Klima durchaus. Welche Ereignisse gibt es da so in den letzten 2000 Jahren oder so in der Neuzeit, die sich sozusagen weitreichend auswirken und die man gegebenenfalls auch geomorphologisch fassen kann? Ich möchte da ein recht junges herausgreifen, weil wir auch Schriftquellen haben, die es recht genau beschreiben. Dieses Ereignis begann am 8. Juni 1783 an der Lakispalte im Süden von Island. Und es hat insgesamt eine Fläche von 585 Quadratkilometern sich verändert, die komplett mit Basalt überdeckt wurde. Es ist möglicherweise das stärkste Vulkanereignis der jüngeren Menschheitsgeschichte, nach allem, was wir von Geologen bislang erfahren können. Und es sind ungefähr 14,7 Milliarden Kubikmeter Material in die Atmosphäre geschleudert worden oder die Vulkanhänge heruntergeflossen. Im Vergleich zu dem, was wir im vergangenen Jahr hatten an Ausbruch am Eyjafjalla, wo ja der Luftverkehr auf der Nordhemisphäre so beeinflusst war, war das Ereignis 1783-84 etwa 100 Mal stärker. Und ein Pfarrer, der seine Kirche genau in dem Bereich der Lavaströme hatte, hat ganz exakt chronologisch aufgeschrieben, was passiert ist, dass Lavafontänen hunderte von Metern hoch gespritzt sind und dann der Lavastrom auf die Kirche zufloss. Die Menschen haben sich am Sonntag zur aus ihrer Sicht letzten Predigt dort getroffen. Der Pfarrer hat die Predigt länger und länger gehalten, weil alle darauf warteten, dass es mit ihnen zu Ende geht.
Und irgendwann haben sie die Tür aufgemacht und gesehen, dass der Lavastrom um die Kirche herumgeflossen ist. Das hat natürlich Anlass gegeben, das im Detail aufzuschreiben. Und auf Island sind ungefähr 2/3 der Weidetiere ums Leben gekommen, der Pferde, der Schafe, der Rinder. Ungefähr 1/5 der Menschen auf Island ist zu Tode gekommen, etwa 10.500 Menschen. Und dann ist die Gaswolke, eine fluorreiche Aerosolwolke, hier nach Europa gekommen, schon im Juni 1783, und hat hier zu einem Höhennebel geführt. Sicherlich wunderschöne Sonnenuntergänge, aber dann einen ganz trockenen Sommer verursacht. In Großbritannien, in der Nähe von London, sollen alleine 20.000 Menschen mehr gestorben sein als in einem normalen Jahr durch diese sogenannten Ausdünstungen des Vulkans oder der Vulkane an der Laki-Spalte. Noch schlimmer waren aber insgesamt die Ernteausfälle im Jahr 1783, in 1784 und 85, sodass wir sehr starke Hungersnöte in weiten Teilen Mitteleuropas hatten. Und dann noch parallel Überschwemmungen, starke Bodenerosion und eben diese Schluchten, die sich da gebildet haben, die finden wir heute mitsamt ihren Ablagerungen noch in der Landschaft und können in diesen lesen wie in einem Buch und genau auch quantitativ feststellen, wie stark diese Veränderungen gewesen sind. Und so können wir bei dem Ereignis sagen, dass es ungefähr nur 1/5 der katastrophalen Wirkung hatte im Vergleich zu dem von 1342. Das heißt, solche Ereignisse wird es zweifellos in prähistorischer Zeit auch gegeben haben, ja. Intendiert durch Vulkane. Ja, ganz sicher. Ob die Wirkungen ähnlich stark waren, das gilt es jetzt zu untersuchen in den nächsten Jahren und sicherlich auch Jahrzehnten, denn der Aufwand ist ja ganz erheblich, der betrieben werden muss. Wir können nicht nur kleinräumig arbeiten, sondern wir müssen den großräumigen Kontext herstellen, auch um herauszubekommen, welche Vulkane und welche Beiträge dazu geliefert haben. Der Tambora-Ausbruch 1815 war wohl ähnlich stark dann, sodass es dann am Ende des 18. und Beginn des 19. zu 2 kurz aufeinanderfolgenden Ausbrüchen kam mit weitreichenden Folgen. Ja, da spricht man dann vom Jahr ohne Sommer, wo auf der Nordhemisphäre ähnlich wie 1783/84 ganz andere Niederschlags- und Temperaturverhältnisse geherrscht haben. Und das Getreide oft nicht reif geworden ist und dadurch sehr starke Hungersnöte aufgetreten sind. Also auch 1815 beispielsweise. Jetzt nochmal zurück zu deinem Fachgebiet und zu der Methodik in der Geomorphologie und in der Geoarchäologie. Im Grunde macht ihr Schnitte und analysiert Profile und ihr analysiert den Auftrag von abgeschwemmten Dingen oder den Abtrag von erodierten Dingen. Ist das so richtig und versucht es zu datieren? Das ist richtig, das hört sich sehr einfach an, aber es ist sehr kompliziert insofern, dass wir nicht nur sehr große Schnitte durch die Landschaft legen, sondern indem wir an den Materialien sehr viel bestimmen können. Manches erkennen wir direkt draußen im Gelände, vor Ort, insbesondere die größerräumigen Zusammenhänge dieser Abtragungs- und Ablagerungsprozesse. Auch von Landbewirtschaftung, die früher stattgefunden hat. Nur als Beispiel, wenn Flughorizonte existieren und wir davon Proben nehmen, dann können wir noch Hinweise finden, wie die Bodenfruchtbarkeit und auch die Bewirtschaftung damals gewirkt haben. Und andererseits, das Material, was abgespült hat, enthält auch sehr viele Detailinformationen zu den Abspülprozessen, den Ursachen und auch, wie die Menschen danach umgegangen sind mit den Ereignissen. Häufig ist es so, sowohl nach 1342 als auch nach 1783/84, dass Standorte, die sich stark verändert haben, für lange Zeit aus der landwirtschaftlichen Nutzung genommen werden mussten. Und manche Gebiete sind bis heute bewaldet, besonders im Mittelgebirgsraum, weil es dort Jahrtausende dauern wird, bis neue ackerbaulich nutzbare Böden wieder entstanden sind. In den Jung- und Altmorellenlandschaften Norddeutschlands sieht das ein bisschen besser aus. Dort haben in den sandigen und lehmigen Böden oft 200-300 Jahre gereicht, um neue Humoseböden, weiterentwickelte Böden zu schaffen, die dann wieder genutzt werden konnten. Ist es denn so, dass die Böden der Mittelgebirge
in diesen wenigen Starkregenereignissen verloren gehen? Ja, es sieht so aus, dass diese einzelnen wenigen Ereignisse weit wirkungsvoller sind als alle anderen zusammen der letzten 5.000, 7.000, 8.000 Jahre, je nachdem, welchen Bereich der Mittelgebirge wir uns anschauen. Und so können wir für 1342 sagen, dass dort in einigen Gebieten mehr als 80% des gesamten Abtrags der letzten 11.000 Jahre in diesen wenigen Stunden oder ein, zwei Tagen stattgefunden haben. Das heißt, zum Beginn des Neolithikums wäre es durchaus möglich gewesen, Ackerbau an den Mittelgebirgen zu treiben oder auf den Mittelgebirgen? Grundsätzlich wäre das zweifellos möglich gewesen. Man muss sich genau anschauen, wie die thermische Situation war, also ob die Temperaturen ausgereicht haben, um Getreide anzubauen. In den tieferen Lagen der Mittelgebirge war das ganz zweifellos der Fall. In den höheren Lagen bestimmt nur an Gunstsituationen, Südwesthänge mit besseren Böden, aber auch da eher in den Mittellagen bis unteren höheren Lagen. Gibt es in Mitteleuropa andere extreme Ereignisse außer diese Jahrtausendregen und diese Überschwemmungen? Und die Überschwemmungen können doch auch wesentlich weiter wirken als der Regen selbst. Das heißt, die haben ein Regengebiet in Böhmen und dann ist die Überschwemmungsreaktion an der Elbe. So ist es, so ist es. Der Starkregen mag sich konzentrieren auf den oberen Teil eines Wassereinzugsgebietes, aber die Wirkung läuft dann durch, bis dieser Fluss sich irgendwo in das Meer ergießt. Und das sind dann oft sehr unerwartete, katastrophale Auswirkungen, weil die Menschen den Regen dazu gar nicht wahrgenommen haben. Und in neuzeitlichen Schriftquellen findet man dann auch oft ganz skurrile Erklärungen dazu, wo man davon ausgeht, dass das Wasser von unten aus dem Boden aufdringt und so Überschwemmungen zustande kommen, weil es ja in dem Gebiet gar nicht geregnet hat, an den Unterläufen zum Beispiel. Ja, gibt es doch andere katastrophale Ereignisse außer bei uns, außer Regen und Überschwemmungen? Die gibt es zweifellos, aber sie sind oft nicht so gut nachweisbar. Dürren zählen jetzt dazu, also wenn wir nicht nur über wenige Wochen, sondern über mehrere Monate hinweg praktisch keinen Niederschlag in der Vegetationsperiode haben und dieses zu Ertragsausfällen geführt hat, Hungersnöten. So können wir sicherlich in prähistorischer Zeit das kaum nachweisen, außer wenn Siedlungen tatsächlich aufgegeben wurden, wenn also eine nachhaltige Wirkung da war. Wenn es nur ein einzelnes Jahr war, dann ist es sicherlich kaum aufspürbar. Anders sieht es aus für Perioden, wo Schriftquellen dann Zeuge abgeben über die Ereignisse, die stattgefunden haben. Ganz kühle und nasse Jahre spielen sicherlich in dem Kontext auch eine Rolle, die auch recht schwer nachweisbar sind, jetzt in solchen Erosions- und Ablagerungsbereichen. Anders sieht es aus in Seesedimenten. Dort können wir das zeitlich sehr viel höher auflösen. Und Vulkantefren kommen bei uns vermutlich nur sehr spärlich vor, etwa Laacher Seevulkan. Oder inwiefern haben wir auch Tefren aus diesen isländischen Vulkanen, mit denen wir gegebenenfalls auch datieren könnten? Wir haben zahlreiche Tefren von isländischen Vulkanausbrüchen und die mineralogische Zusammensetzung dieser Tefren gestattet uns sogar die Identifizierung der einzelnen Vulkane. Also ob der Ausbruch an der Hekla stattgefunden hat oder ob an der Lagi-Stadtbalte, lässt sich im Nachhinein noch rekonstruieren aufgrund der mineralogischen Zusammensetzung. Und solche Tefren haben wir in größerer Zahl in den Ablagerungen. Seesedimente sind ein ganz prominentes Beispiel. Ein weiteres sind Moore, wo auch solche Ablagerungen drinstecken. Mit bloßem Auge nur ganz selten überhaupt erkennbar, weil diese Schichten nur Bruchteile von einem Millimeter dick sind. Ausnahme ist der Laacher Seeausbruch, wo wir natürlich in der Nähe Dezimeter bis etliche Zentimeter mächtige Schichten finden. Basel wird doch vor dem Erdbeben zerstört, im 14. Jahrhundert, glaube ich. Also ab und zu treten wohl auch Erdbeben auf. Gibt es da geomorphologische Spuren bei uns? Das ist sehr schwer bei uns nachzuweisen. Es hat immer wieder Erdbeben gegeben, besonders entlang der mittelmeermiösen Zone, die also vom Oberrheingraben über die Hessische Senke bis nach Südnorwegen zieht.
Und in jüngerer Zeit haben wir natürlich dann Berichte, wenn an Bauten Schäden aufgetreten sind, insbesondere wenn Kirchtürme eingestürzt sind. Geomorphologisch nachweisbar sind diese Ereignisse in unseren Regionen praktisch nicht. Dann müssten wir bis in die Türkei gehen, wo die Ausmaße der Erdbeben sehr, sehr viel stärker waren, die Verschiebungen von größeren Erdbereichen, Gesteinsbereichen so markant waren, dass man die gut nachweisen kann. Das ist für die jüngere Zeit bei uns nicht so einfach möglich. Mit welchen Ereignissen können wir in Zukunft rechnen? Die isländischen Vulkane sind wohl nicht erloschen, wie wir letztes Jahr gesehen haben. Und die Jahrhundertüberschwemmungen kommen erstaunlicherweise im Fünfjahrestakt. Womit müssen wir da rechnen und kann so ein Starkregenereignis wie 1342 uns auch jetzt wieder treffen? Also grundsätzlich können Ereignisse, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, auch in der Zukunft auftreten. Wenn wir jetzt 1342 herausgreifen, dann muss man dazu sagen, wenn eine vergleichbare Wettersituation mit ähnlichen Niederschlägen heute bei uns auftreten würde, wäre zwar der ökonomische Schaden weitaus größer als damals, aber die Landschaftsveränderungen wären weitaus geringer, denn heute sind unsere Landschaften weit mehr mit Vegetation bedeckt, als es damals in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts und zuvor schon im 13. Jahrhundert war. Damals hatten wir die geringste Vegetationsbedeckung der gesamten Nacheiszeit hier in Mitteleuropa. Also die ausgedehnsten Rodungen waren vorausgegangen und die größte Ausdehnung des Ackerlandes verzeichnen wir in dieser Zeit um und kurz nach 1300. Das unterscheidet sich stark von der heutigen Situation. Insofern würden die Landschaftsveränderungen geringer sein, aber die Schäden würden sicherlich in die viele Zehner Milliarden Euro gehen, wenn ein solches Ereignis sich heute vollziehen würde oder in der nahen Zukunft. Andererseits müssen wir bedenken, dass wir ja auch einen Klimawandel haben. Niemand weiß, wie stark dieser Klimawandel tatsächlich in der Zukunft sein wird. Es gibt sehr viele Modellrechnungen, wo aufgrund bestimmte Annahmen unserer Kenntnisse zum physikalischen, chemischen Verhalten der Atmosphäre untersucht wird, wie stark die Temperaturveränderungen und auch die Veränderungen von Extremereignissen sein können. Aber diese sind wirklich nur Berechnungen, die keine Vorhersagen, keine Prognosen erlauben. Sicherlich haben wir derzeit einen Trend der Erwärmung, aber wie lange der anhält, wie er sich fortsetzt, verstärkt, gleich bleibt, abschwächt, das weiß niemand. Sollte es entsprechend weiter warm werden und sollten die Extremereignisse an Zahl und Intensität zunehmen, ja, dann kann es sein, dass dann ein 100-jähriges Ereignis schon solche Schäden auslöst, wie in der Vergangenheit vielleicht ein 300- oder 500- oder gar 1000-jähriges Ereignis. Aber dieses Kaffeesatzleserei, niemand kann genau in die Zukunft blicken. Das Einzige, was man sagen kann, solche Ereignisse wie in der Vergangenheit können jederzeit wieder auftreten. Wir haben von Herrn Sirocco gelernt, dass in den letzten paar tausend Jahren das Klima zum Teil Klima und Wetter zum Teil erheblich schwankte, es auch zum Beispiel am Beginn des Atlantikums deutlich wärmer war, dann wieder kälter wurde. Wir wissen, dass es die kleine Eiszeit gab, jetzt wird es wärmer. Und du sagst, Vorhersagen sind schwierig. Wir hören allenthalben, unser Hauptproblem ist, dass es global wärmer wird und der CO2-Ausstoß und ist schuld und das Ganze ist anthropogen gemacht. Wenn ich das richtig verstehe, ist es methodisch schwer, das so vereinfacht zu sagen. Ja, die Vorgänge in der Atmosphäre und auch die Wechselwirkungen zwischen Atmosphäre, Landoberfläche und Ozean sind ganz außerordentlich kompliziert und wir haben sie noch nicht bei weitem ausreichend verstanden. Das macht es auch so schwer, wirklich qualitativ hochwertige Modelle einzusetzen und zu beurteilen, welche Modelle sind denn nun wirklich die geeigneten, um etwas besser in die Zukunft blicken zu können. Aber im Moment lässt eigentlich der Stand der Forschung nicht zu, dass wir irgendwelche Prognosen für die Zukunft treffen können. Das Einzige, was wir sagen können, ist, dass der Mensch auf jeden Fall Wetter und Klima beeinflusst. Das steht außer Frage. Und ich bin mir ganz sicher,
dass bereits diese hochmittelalterliche Rodungsphase, also praktisch das Auslöschen der Wälder weitgehend in Mitteleuropa, ganz wesentlich das Klima verändert hat. Und sicher wird man auch irgendwann einmal nachweisen können und quantifizieren können, wie stark die Wetter- und Klimaveränderungen durch die neolithische Landnahme waren. Also durch die Veränderung der Vegetation, die damals stattgefunden hat. Insofern ist Klima- und Wetterveränderung durch den Menschen überhaupt nichts Neues. Es ist nur durchaus denkbar, dass wir heute eine andere Quantität dieser Vorgänge haben. Aber auch da müssen wir vorsichtig sein, weil eben, wie du vorhin schon sagtest, es sehr starke natürliche Klimaschwankungen immer gibt, die diese von Menschen gemachten Veränderungen überlagern. Und wir sind noch nicht in der Lage, dieses eindeutig genug zu trennen. Und sicherlich ist es ein Riesenfehler, alles auf Kohlendioxid zurückzuführen bzw. zu begrenzen. Der Stickstoffkreislauf spielt eine ganz große Rolle und viele weitere Faktoren, die dort hineinspielen. Also alleine die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu regulieren, würde sicherlich unser Problem nicht lösen können. Es liegt vielleicht daran, dass CO2 das einzige von einigen Dutzend gemessenen Klimagasen ist. Und ich gehe mal davon aus, wenn man weitere Gase misst, wird man weitere Probleme auftun und weitere Bekämpfungsfelder haben. Das bietet immer einfache Handlungsoptionen für Politik und auch natürlich für, sagen wir mal, direktes politisches Handeln, sei es in Bezug von Steuern oder Restriktionen oder Ähnlichem. Man ist leicht verführt, monokausal zu denken, also alles zu reduzieren auf einen Faktor, weil dieses dann leicht erklärbar ist, im politischen Raum verstanden wird und dann auch in der Bevölkerung irgendwann Akzeptanz findet. Und wenn dann Größe für Größe hinzukommt, beispielsweise Methan, was sicherlich eine ganz große Rolle auch hat bei Klimaveränderungen, dann lässt das Verständnis und auch die Akzeptanz sehr rasch nach. Insofern ist die Basis von allem in dieser Hinsicht, dass wir eine möglichst gute Bildung der Bevölkerung brauchen, um die Maßnahmen umzusetzen, die dann auch wirklich nötig sind und auch wirksam sind. Also mit anderen Worten, ein ungeheuer steiniger Weg, der vor uns liegt. Momentan wissen wir wohl gar nicht, ob es Richtung immer wärmer geht oder vielleicht, ob wir in 1000, 2000 Jahren in die nächste Eiszeit driften. Könnte auch sein. Ja, also kurzfristig gesehen, über die nächsten Jahrzehnte ist es wahrscheinlich, dass es im Schnitt wärmer wird. Aber ganz fraglos steht die nächste Kaltzeit vor der Tür. Nun nicht, dass wir jetzt schon Winterkleidung in verstärktem Umfang kaufen müssten. Auch unsere Enkel und Enkelinnen werden dieses überhaupt nicht tun müssen. Aber in diesen Zeiträumen, die du eben ansprachst, von ein, vielleicht auch eher 3.000, 4.000, 5.000 Jahren, ist damit zu rechnen, dass die mittleren globalen Temperaturen deutlich wieder heruntergehen und dann die Gletscher in Skandinavien wieder anfangen zu wachsen und auf uns zuströmen. Es wird sicherlich herrlich zu beobachten und zu messen sein, was dann alles geschieht. Aber das steht in der fernen Zukunft. Da werden wir leider nicht mehr dabei sein, aber als Denkmalpfleger beunruhigt mich das natürlich, dass alle denkmalpflegerischen Bemühungen in 5000 Jahren unter Eis begraben sind und dass natürlich eine technische Zivilisation mit einer Eiszeit größere Probleme hat als mit einer Warmzeit. Ich hätte noch eine Frage bezüglich dieser Starkregenereignisse. Wie hat dieses 1342 Ereignis denn gewirkt? Gab es da Missernten, man hat Ackerböden verloren, gab es gesellschaftliche Folgen? Denn wir kommen ja dann in eine Wüstungsperiode, des Wüstfallen zahlreicher Siedlungen und so weiter. Gibt es da schon einen Connect zu den Sozialwissenschaften und zur Medievistik? Eigentlich müsste ja die Medievistik begierig diese Dinge aufnehmen und mit den Datensätzen in den Städten, in den Dörfern abgleichen. Ja, es gibt natürlich erste Berührung mit der Medievistik. Allerdings sind nur wenige Kolleginnen und Kollegen in dem Bereich der Umweltgeschichte der Mittelalterlichen tätig, sodass es wirklich tatsächlich noch recht zarte Kooperationen sind und auch nicht sehr zahlreiche.
1342, dieses Jahrtausend Starkregen- und Erosionsereignis, ist eingebettet in eine Vielzahl von natürlichen Extremen und gesellschaftlichen Veränderungen. Wir müssen zurückgehen in das frühe 14. Jahrhundert. In der ersten Dekade war über mehrere Winter hinweg die Ostsee zugefroren. In der zweiten Dekade hat es von 1313 bis 1317 in Mitteleuropa Hungersnöte gegeben. In Osteuropa dauerten sie bis 1319 an. Allein im Jahr 1315 sollen mehr als 10% der Menschen in Mitteleuropa verhungert sein. Und dann nach dem 1342-Ereignis kam die große Pestpandemie, also in den Jahren 1348, 49 und dann in Skandinavien auch 1350, wo in der Größenordnung vielleicht ein Viertel oder ein Drittel der Menschen umgekommen sind. Sodass wir in der Summe sagen können, verglichen das Jahr 1300 mit dem Jahr 1351, lebten vielleicht nur noch gut die Hälfte der Menschen in Mitteleuropa. Während vorher der Druck auf die Landschaft ungeheuer groß war, weit größer als er heute ist, die Menschen mussten sich ja alle ernähren von dem wenigen Land, war dann nach 1350 für die verbliebenen Menschen eine riesige Landfläche da, die sie gar nicht komplett nutzen konnten. Das heißt, große Gebiete, gerade die, die durch Bodenerosion auch sehr stark verändert wurden, haben sich wieder bewaldet. Die Jagd hat stark zugenommen und was ich hochinteressant finde, die Ernährungsgewohnheiten haben sich dramatisch verändert. Während aufgrund der energetischen Verwertung im 13. und frühen 14. Jahrhundert der Getreideanbau dominiert hat. Man hat sehr viele Breie gegessen aus Getreideprodukten, schlug das nach 1350 um und der Fleischkonsum ist explodiert. Es gibt Berichte, dass viele Menschen und nicht nur sehr Wohlhabende am Tag viele Pfund Fleisch verzehrt haben sollen. Wir können uns das heute kaum vorstellen. Wir würden das als oft im Büro tätige Menschen heute gar nicht schaffen, so viel Fleisch zu essen, wie man nach 1350 über eine gewisse Zeit gegessen hat, bis dann das Bevölkerungswachstum neue Rodungen ausgelöst hat und dann schließlich wieder ein neuer Druck auf die Landschaft entstanden ist. Das ist also ein ganz komplexes Gebilde der Wechselwirkungen und das ist das eigentlich Spannende. Ich will jetzt nicht sagen in unserer Disziplin, sondern in der Zusammenarbeit unserer Disziplinen, wo wir als Einzelne verloren sind, im Dunklen stochern und nur über ganz umfangreiche Zusammenarbeiten tatsächlich auf den Kern der tatsächlichen Zusammenhänge der Ursachen und Folgen kommen. Und das ist wundervoll. Ja, wir werden versuchen, gemeinsam weiter das Licht in das Dunkel der Vorgeschichte zu bringen, indem wir alle gemeinsam im Team zusammenarbeiten, mit einem gemeinsamen Spirit, wie wir es bislang getan haben. Und ich denke, wir haben schon ganz gute Forschung geleistet und wir haben noch viel zu tun, vor allem um solche Ereignisse auch für die Vorgeschichte und deren soziale Folgen in der Vorgeschichte aufzuklären, am Übergang von der Frühbronzezeit zur Hügelgräberbronzezeit, aber auch am Ende der Bronze- und am Beginn der Eisenzeit. Vorgänge wie die Deponierung der Himmelsscheibe von Nebra erscheinen dann möglicherweise in einem anderen Licht, wenn man sich vorstellt, dass gegebenenfalls ein Vulkan vielleicht die Farben von Turner erzeugt hat, dass es Himmelsphänomene gibt und dass man selbst über ein Himmelsgerät verfügt, das dann geopfert wird. Dankeschön.